Für ein Roggen-Sauerteigbrot braucht es einen Ansatz. Um den Ansatz herzustellen, habe ich einmal hier Sauerteig, Ansatz aus dem Kühlschrank. Dann brauche ich dazu Wasser, 160 Gramm, 200 Gramm Roggenmehl, Typ L50. Und um den Sauerteig wieder zu vermehren, habe ich noch einmal 50 Gramm Wasser, 50 Gramm Roggenmehl, auch wieder Typ L50. Ich nehme jetzt aus dem Sauerteigansatz 100 Gramm. Diesen kann man ein wenig verquirlen, sodass er sich im Wasser ein wenig auflöst. Und jetzt ist es ganz einfach. Zu diesem Ansatz gebe ich einfach noch neben den 160 Gramm Wasser 200 Gramm Roggenmehl. Das wird ebenfalls verrührt. Sodass das ganze Mehl untergearbeitet ist. Jetzt decke ich den ab und stelle ihn einfach 24 Stunden zur Seite. Nun vervielfältige ich noch meinen Sauerteig. Das heißt, ich gebe die 50 Gramm Wasser dazu. Verquirle das Ganze wieder. So, jetzt sieht man schon, das ist sehr flüssig. Und hier kommt jetzt aber noch einmal das Roggenmehl dazu. Das ist schon abgewogen, das sind 50 Gramm. Ich rühre das jetzt einfach unter. Und wenn ich das dann fertig habe, kommt das wieder in den Kühlschrank und hält sich so circa, ja, eine Woche, kann man sagen. Man kann ihn auch einfrieren. Dann sollte man aber erst einen Krümelsauer herstellen. Das heißt, so viel Mehl, bis der Teig bröckelig und krümelig wird, dann lässt er sich besser einfrieren und lässt sich auch so im Gefrierfach über einen gewissen Zeitraum, ich sag mal 2-3 Monate, falls man mal in den Urlaub fährt, weiter stabil halten. Und hier haben sich Glasbehälter vor allen Dingen bewährt, weil der Sauerteig, sagt das Wort schon, ist sauer. Und eine Kunststoffschüssel würde er angreifen, das wäre nicht so optimal. Besser ist einfach ein Glasbehälter. Ja, das war's schon, morgen geht's weiter. Der Sauerteig hat sich nun entwickelt, der Ansatz vom Vortag. Zu diesem Sauerteigansatz geben wir 200 Gramm Wasser. Das können wir jetzt ein bisschen mit dem Mixer und den Knethaken aufrühren. Jetzt kommen noch folgende Zutaten hinzu. Ich habe hier einmal Roggenvollkornmehl, 200 Gramm, und Dinkelmehl, Typ 630, 100 Gramm, 15 Gramm Salz und Brotgewürz. Mehr ist es nicht, das kommt alles jetzt hinein, das Salz zum Schluss. Jetzt erstmal ein bisschen verkneten. Und nun das Brotgewürz und Salz hinzugeben. Das Ganze ungefähr 10 Minuten kneten. Baby, you wanna dance till the sun's up, and then the same party's over, then we bring it.
like that. And we'd say, ooh, I love it when you do it like that. And when you bounce down, give me the shiver. Oh baby, you wanna dance till the sunlight breaks. And when I say the party's over, then you bring it right back. Baby, you are so hot, you make me shiver with the fire. You got the thing started, I don't want it to stop. You know you make me shiver. So kommt das Ganze in den Ofen und jetzt mache ich einfach die Ofentür zu und lasse es dann gehen. I wish that heaven had visiting hours. So I could just show up and bring the news that she's getting older. I wish that you'd met her, the things that she learned from me. I got them all from you. Can I just stay a while and we'll put all the world to rights? The little ones will grow. And I still drink your favorite wine. And soon they're going to close, but I'll see you another day. So much has changed since you've been away. I wish that heaven had visiting hours. So I could just swing by, ask your advice, and what would you do now? I haven't a clue how, but what would you do right now? 'Cause you would know what's right. Can we just talk a while until my worries disappear? I tell you that I'm scared of turning. Remember that the answer's in the love that we create. So much has changed since you've been away. So sieht das fertige Brot jetzt aus. Auskühlen lassen und dann kann man es anschneiden und in Scheiben einfrieren. At visiting hours, and I would ask them if I could take you home, but I know they would say that it's for the best now. So I will live life the way you taught me on my own. Well, I will close the door, but I will open up my heart, and everyone I love will know exactly who you are. 'Cause this is not goodbye, it is just till we meet again. So much has changed since you've been.